Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwert. Was wollte ich? Genau, ich wollte Spazi heilen. Einsetzen. Für Spazi. Spazi. Genau, das Ding hatten wir ja. Hier haben wir alles. Gelato. Ah, ich bin immer noch sehr unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich in mein Team reinnehmen soll. Ich hab da was blinken sehen. Ein Mini-Pilz. Pamflam. Das Kampf-Pokémon. Nee, Pampam. Pamflam war ja was anderes. Ah, nee. Nicht Dings. Pokémon-Info. Hagelsturm. Ich muss aber das Pokémon auswechseln. Eine Glut und dann hoffen wir mal, dass es nicht stirbt. Kampf. Bitte stirb nicht. Überlebe es. Was ist sonst so gute Verteidigung? Oh ja. Kannst du das mal lassen? Dann machst du noch eine Glut und dann holen wir das mal rein. Armstoß. Nicht Armstoß! Oh nein. Ah, Xeno hat ja zum Glück noch seine Beere. Och, ey, ich hasse dich. Wie oft denn noch? Fünfmal getroffen. War ja klar, dass das Ding natürlich trifft. Fünfmal. Yeah. Xeno ist ein Level aufgestiegen. Kampf. Es imitiert sein großes Vorbild Pandago. Wo es nur kann. So lernt es, wie man kämpft und jagt. Oh, ich weiß einen Namen. Skinner. Hihi. Ah, nee, in PC-Box. Beutel. Trank. Einsetzen. Oh, bald gehen uns die Tränke aus. Aber hier kann man halt überall hinlaufen. Das ist halt so. Nein. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht so gegen dieses Dynamax-Ding kämpfen. Nee, euch haben wir schon. Eins. Zwei. Drei. Ich meine, alle guten Dinge sind drei. Nee, ihr seid alle gleich. Wimpelscheinwald. Hier gibt's Potogel. Ein wildes Potogel erscheint. Bei Potogel ist es halt so 50-50. Mach mal Clownwetzler. Es könnte mich heilen, es könnte mir auch massiv schaden. Okay,
Okay, ich wechsle es vielleicht aus. Komm, Xeno. Also Räuberin werde ich nicht drinnen lassen. Räuberin werde ich nicht drinnen lassen. Das ist so... Ich weiß nicht. Das ist so... Oh, fuck. War sogar noch ein Volltreffer. Es war sogar noch ein Volltreffer. Räuberin versucht Standpauke zu erlernen. Was ist Standpauke? 55. Welche Gegner mit einer ausfälligen Standpauke und senkt dabei den Spezialangriff? Ja, okay. Statt Routenschlag. Schnie, schna, schnappi. So, ich probiere jetzt mal was aus. Ich möchte ganz gern. Camping. Kann ich hier campen? Anscheinend schon. Menü. Ich möchte ganz gern kochen. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren. Sobald du mit dem Kochen beginnst, rühre danach alles mit dem Schöpfkessel um. Gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es Essen für alle. Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf den Pokémon in deinem Camp. So... Sie stellt zum Beispiel KP wieder her oder macht sie gegenüber zutraulicher. Kochen? Nee, ich wollte schon kochen. Machen wir davon mal zwei. Und davon drei. Okay, alles bereit. Ja. Ich denke mal, fünf Sachen reichen doch, oder? Wie lange muss ich das machen? Ja, komm schon. Mit Liebe abschmecken. Guten Appetit. Es kommen auf jeden Fall alle her. Scharfes Curry. Okay. Okay, okay, okay. Also sie mag anscheinend scharfes Curry. Güteklasse, wohin genau? Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Dein Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte erhalten und dein Team hat... Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Streber ist aufgelevelt. Was sagen jetzt meine Pokémon? Sieht doch sehr schön aus. Genau. Wir versuchen nochmal so einen Botogel zu fangen. Aber diesmal nicht mit Szene. Es hagelt und gewittert. Obwohl, ehrlich gesagt, Xeno mit Level... Versuchen wir es das. Das war sehr effektiv. Den nehmen wir Xeno.
Aber wir machen halt nicht Feuer. Stimmt ja, du wirst ja gar nicht, ne? Oak to keep. Oh. Was immer es auch ist. Nochmal Doppelkick. Gott, ich hasse dieses Vieh jetzt schon. Beutel. Jetzt aber. Wir werden uns noch, glaube ich, eine ganze Weile in der Naturzone rumgeistern. Oh mein Gott. Was? Drexy. Nein, Xedo. Pokémon. Spazi. Oh, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn das für ein Pokémon? Mach mal Überheblichkeit. Ey, das ist immer so 50-50. Oh. Leute. Komm schon, du bist doch schon im gelben Bereich. Jetzt mach. Komm, Rin. Du weißt, dass du es... Ja, Spazi wurde besiegt. Drecksvieh. Jetzt mal ohne Witz, wirklich Drecksvieh. Luxusapfel. Planas. Es ist ein Pflanzen-Pokémon, das weiß ich. Ich glaube aber Pflanze-Kampf. Mach mal Prügel. Oder es ist nur Pflanze und wird später Kampf. Okay, kann eine Weile dauern. Ist nicht sehr effektiv. Wer hätte das gedacht? Ja, nehmen wir den. Nicht Walzer! Alles bloß nicht Walzer! Walzer ist das Schlimmste unter anderem. Käfertrutz. Och. Oh Gott sei Dank. Oh. Oha. Oha. Überlebst, überlebst. Nein! Wirklich? Echt jetzt? Eine Eule. Wo ist da jetzt eigentlich hin? Wir gehen jetzt erstmal ins Team. Was bist du für einer? Wie kann ich helfen? Wunschbrocken, Metronom. Okay. Komm bald wieder. Ja. Ah, ich weiß, wo wir hingehen. Eins. Zwei. Drei. Hm.
Nein, ich wollte es nicht nochmal schütteln. Hier, Dingsbumenskirchen. Die Tante ganz am Anfang. Die heilt doch auch. Jetzt müssen wir nur den Anfang wiederfinden. Ah, es wird schon. Das heißt, ein Butogel. Hier, Noctu habe ich noch gesehen. Die Wonnewiese, das haben wir ja. Diktris? Da muss ich ja aufpassen, die spawnen ja einfach so. About. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Das kann ich vielleicht auch mal offscreen machen. Ich weiß nicht, ob ich denn hier... Ein Glas Honig. Ein Pokéball, sehr schön. Ob es nicht besser wäre, wenn wir jetzt einfach weitergehen? Ja, bitte, mach mal wieder fit. Gehen wir mal in die andere Richtung. Wieso schneit's hier, verdammt nochmal? Es ist aber auch so riesig, das Gebiet. Was bist du für ein Dude? Hallöchen, ich hätte hier was Seltenes, das ich in der Naturzone gefunden habe. Kaufst du es mir für 100 Watt ab? Sehr schön. Mit dir mache ich gern Geschäfte. Ich hoffe, dein Abenteuer wird dadurch etwas angenehmer. 4 EB-Pommon. Ah, so schön. Ein Bonbon, das voller Energie steckt. Bei Verzehr erhält das Pokémon eine sehr geringe Menge an Erfahrungspunkten. So, Rabauts haben wir schon. Nein! Als ob. Räuberin habe ich vorne. Den kann ich aber davor fliehen. Ich wollte das abkommen. Tatsächlich. Einfach fangen. Level 9. Mach mal einen Ruckzuck-Keep. Räuberin ist echt nicht so krass, ne? Das mit den Hagelkörnern macht mich Wahnsinn. Wir versuchen es jetzt mal zu fangen. Beutel. Pokéball, komm schon. So extrem viele Erfahrungspunkte. In diesem Zustand wartet es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer erhärten. Daher bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Weil ich ja eigentlich weiß, was du am Ende wirst. Nicht dich. Butterfly. Im PC-Box. Das war ein Skoppel hier. Au ab, du Vieh. About, ich habe keine Lust mit dir zu spielen. Was ist los? Also.
Wer bist du? Ich bin ziemlich stark und steinreich noch dazu. Wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Ja. Also gut, lass uns direkt kämpfen. Pokémon-Züchterin Vanessa. Chip-Chap, okay. So stark kannst du nie sein. Pokémon. Komm. Ich meine, Spazi würde es auch packen. Heuler. Chip-Chap müsste aber auch, ne? Chip-Chap. Blut. Bin ich schneller? Ja. Noch einmal. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel die überhaupt hat an Pokémon. Ja, Kratzer ist schon ziemlich heftig. Ach, die hat 3 Pokémon, okay. Das ist sehr effektiv. Räuberin Level 14. Oh, ey, Alter. Mimeon, Pokémon wechseln. Die zeigt uns wahrscheinlich jetzt komplett einmal die Starter, könnte ich mir vorstellen. Dass sie jetzt noch als drittes den Hoplo hat. Aber die hat auch so Kampf. Wagenrubler. Was denn, Klaps? Ach, wie süß. Ah, das kann eine Weile dauern. Zum Glück haben wir ja noch Tränke und sowas. Ah, schön gelben Bereich, noch 2. Die haben aber auch immer ein Glück. Die haben auch immer ein Glück. Was das angeht, ne? Das ist so unfair manchmal. Ne? Die kommt immer durch die Paralyse. Kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso kommt das Scheißvieh durch die Paralyse? Schnappi ist ein Level auf. Und Xeno. Ja, Bello wird jetzt nochmal getroffen, ne? Das war ja klar. Pokémon wechseln. Auf Schnappi, weil Schnappi nämlich Aquaknall hat. Aquaknorrel. Aber das ist bestimmt auch 13. Hoplo ist zwar schneller, aber wir haben die sehr effektive Sache, ne? Dürfte nicht so viel wehtun. Ui! Okay. Krass. Und da war es weg. Also hatte ich jetzt mit unserem einen Freund hier so ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Gegen mich zu gewinnen ist kein Pappenstiel. Du bist echt die Meisterin der Naturzone. Oh. Nicht wirklich. Du bist ziemlich stark. Pass auf, als Belohnung für deinen Sieg verrate ich dir was. In der Naturzone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie fleißig aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich, genau wie ich. Wart's nur ab, bald bin ich noch stärker. Also komm ruhig mal wieder auf den Kampf vorbei. Aber da. Das laden wir mal auf. Ein Keifel. Ist hier irgendwas, was ich noch nicht habe? Ich traue mich halt jetzt echt nicht an diese großen Pokémon ran, ne? So, ich denke mal, da komme ich noch irgendwie hin. Ich bin ziemlich stark.
Nein. Gegen dich haben wir doch eben gerade. Wollen wir es versuchen gegen Hoplo? Ich weiß, du bist Schneepflanze. Schneebedeck. Welches Level denn? Oh, Hagelalarm. Echt jetzt? Versuch's mal mit Clownwetter. Also, du bist Pflanze, Schnee, Eis. Der Fuchs muss unbedingt ausgetauscht werden. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechsmal getroffen. Silberblick. Hagelkörner. Ich versuch's nochmal mit einer Standpauke. Weil die ist nicht so stark. Doch, doch, doch. Oh, oh mein Gott. Ja, aber das kriegen wir hin. Ich meine, es ist jetzt im roten Bereich. Wir können es jetzt fangen. Ich muss unbedingt noch Tränke wieder kaufen. Yes. Sneebedeck gefangen wurde gefangen. Ach, Pflanze Eis, ich wusste es. Es lebt auf verschneiten Bergen und versteckt seine Füße in den Schnee, um über sie Wasser und Kälte zu absorbieren. Ja. Ich nenne es Tannenbäumchen. Tannen. Bäume. Verdammt. Tannenbaum. Ich habe die dümmsten Namen für meine Pokémon, ne? Aber ist egal. Kampfham. Ah! Hier, dich kennen wir doch. Pampuli aus Pokémon Sonne und Mond. Du warst irgendwie so ein Steinboden, ne? Versuch's mit Prügler. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechsmal getroffen. Zertrümmer. Wow! Ja. War sehr effektiv. Nächstes Pokémon rufen. Versuchen wir es damit. Machen wir mal Konfusion. Eisenabwehr. Alter, was bist du denn für ein Tier? Das funktioniert gleich nochmal. Nicht sehr effektiv, ja. Ah, die Genauigkeit sinkt. Das war doch klar. Jetzt treffe ich nicht einmal wieder, ne? Ich kenne noch mein Glück. Ich kenne noch mein Glück. Yes.
Streber-Level und Spazi. Ja. Es ist männlich. Verdammt. Weiß nicht. Zorro? Weil es ja ein Pferd wird. So ein richtiges Zorro-Pferd. Ach, ich hätte es Hengst nennen sollen. NPC-Box. Viele davon rumlaufen. Woolpix! Ein wildes Pampuli scheint. Verdammt! Ich wollte das Woolpix. Und wer Lucy? Das wird ein Kampf-Pokémon. Es glaub, ist auch, glaube ich, schon Kampf. Dann mach mal Glut. Es ist, glaube ich, schon ein Kampf-Pokémon. Habe ich noch Tackle? Bitte, stirb nicht. Komm schon! Du weißt, dass du es willst. Du willst es doch auch. Oh, Gott sei Dank. Ja, Lucy wurde gefangen. Ach, Räuberin ist ja noch tot, ne? Sein Pelz ist wunderbar flauschig. Wagt man es jedoch, diesen zu berühren, setzt es sich ohne Rücksicht auf Verluste zu Gewehr. Aber natürlich. Das wird Bärchen. Bärchen. Beutel. Schutz, ewiges Eis. Sternschauer, Minipilz, Luxusapfel. Paraheiler. Einsetzen. Einsetzen. Schreib ich dich! Yes! Ha! Woolpix. Es ist sonnig. Mach mal Ruckzuckkipp. Ich glaube, das müsste reichen. Ach komm, sogar nochmal ein Ruckzuckkipp. Aussetzer. Ist aber nicht so schlimm, weil ich will dich ja jetzt eh fangen. Komm schon. Komm schon, Woolpix. Du willst es. Yes. Ja, 88 Erfahrungspunkte ist jetzt nicht so der Brüller. In seiner Jugend hat es 6 hinreißende Schweife. Während es wächst, kommen noch weitere 9 Schweife dazu. Ha, Füchslein. Es ist auch ein Mädchen!
Sehr schön. Füchslein. PC-Box. Aha. Nee, du nicht. Gegen dich haben wir schon. Ich spiele auch schon 35. Das machen wir Lucy. Ach. So viel zu entdecken. Ich bin überfordert mit meinem Leben. So. Die Naturzone quillt gerade über von Energie, die man als Watt bezeichnet. An die Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Jetzt haben wir 900. Nein! Oh, verdammt. Pokémon-Züchterin Vanessa. Das wollte ich nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Spazi, einwechseln. Egal, du kommst trotzdem rein. Ich wollte nicht gegen die Alte kämpfen. Ich habe zu schnell gedrückt. Ich bin zu schnell unterwegs hier. Xeno Level 16. Und Räuberin. Und Bello. Weiterkämpfen. Wir machen mal Clown-Wette. Angriff. Heuler. Das war jetzt plus minus null, oder wie? Und drauf da, komm. Ah, das ist nicht gut. Was sagt denn mein Schnappi? Dann komm, Schnappi. Schnie, Schna, Schnappi. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Oh, das wird ein Part in Überlänge. Es tut mir leid. Heul doch. Aquaknarre. Jetzt hör doch mal auf, ständig den Angriff zu denken und mach. Oh, das kann nicht. Das kann dauern. Und ich habe nur noch einmal Dings, ne? Ja, ist nicht sehr effektiv, ich weiß, aber... Ich habe nur noch einen Trank. Schnappi! Natürlich darf er angreifen. Aber Hoppla ist jetzt gut. Jetzt kommt ja der Wasser-Pokémon, ne? Pokémon wechseln. Ich versuch's damit. Ist Level 13. Weil Bello ist halt angeschlagen.
Wenn ich merke, dass Psycho und Käfer nicht funktionieren, dann gucken wir mal. Versuchen wir es mit der Sinelbeere erstmal ein bisschen hoch zu pushen. Ach, das geht auch ganz gut. Ist auf jeden Fall effektiv. Aquaknarre dürfte nie. Zieht er ja nichts ab. Bist ja lächerlich, mein Freund. Käfertrutz. Ist da noch was? Nee. Ach. Streber und Spazi erreichen ein neues Level. Pflücke. 60. Dann kommt Furienschlag weg. Gott sei Dank. Wieso mussten wir so oft gegen die Alte kämpfen? Oh, Haplo entwickelt sich! Beziehungsweise Xeno, aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ha! Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.